Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir uns heute für ein Video angucken. Wir wissen doch alle, wie gut Ronaldinho ist, ne? Aber heute gucken wir uns nicht an, wie gut Ronaldinho ist, sondern wie gut Ronaldinho Junior geworden ist. Ein unglaubliches Video. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich habe unglaublich Bock, das Video mir anzuschauen. Ich habe das noch nicht gesehen und wir werden uns heute zusammen angucken. Ist relativ neu, das Video. Hier ist das Video. Oh, vor 11 Tagen. Ich will es mir jetzt so gerne reinziehen. Oh, wie cool. Ihr müsst den Kanal abonnieren, Freunde, dann verpasst ihr solche Videos nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Let's go. Das, Freunde, ist Ronaldinho Junior. Ich frage mich, ob er denselben Flair hat, dieselbe Leichtigkeit, diesen Spielspaß, den Ronaldinho El Gaucho früher hatte. Ich glaube, ihr wisst alle, worüber ich spreche. Diese Elastikus, die so locker aus dem Fußgelenk haben, wo es so aussieht, als ob das ein Trick ist, den man so dieses No-Look-Passen so auf locker macht. Okay, die Ballführung ist schon mal wild. Die Ballführung und wie er immer vorbeigeht. Oh, mit Tunnler und so. Oh, super. Super. Was kommt da jetzt? Es ist spaßig. Es ist spaßig. Es macht jetzt schon Spaß. Oh, ist das geil. Ronaldinho Junior, das liegt im Blut. Das liegt im Blut, Freunde. Digga, Digga, hat er nicht gerade gemacht, ich will das nochmal sehen. Hat er nicht gerade gemacht, guckt euch diesen Schuss an. Diese Schusstechnik hat er trainiert. Der hat seinen Fuß so richtig hoch, guck mal hier. Oh, nee, muss nicht sein. Die armen Gegner. Hochgenommen, den ersten. Hoppala! Oh, schöner Pass. Junge, Junge, Junge. Manche Clips sind aber echt in der Qualität aufgenommen. Man denkt, Junge, hast du Nokia von 2002 benutzt oder was? Digga, wir haben alle mittlerweile Apple, iPhone 14, weiß ich, iPhone 12. Damit kann man schon bessere Videos drehen als mit irgendeiner Kamera, weiß nicht, die von 2002 hat. Das Ding ist aber, ich glaube auch, egal wer, auch wenn der aus der Familie kommt, an Ronaldinho kommt man nicht mehr ran. An dieses, das ist Ronaldinho, bleibt Ronaldinho. Der richtige Ronaldinho bleibt der richtige Ronaldinho. Auch wenn das gut aussieht alles, aber an Ronaldinho, schwer, glaube ich. Ja, den lässt er gut stehen, keine Frage. Ja, schon gut, auf jeden Fall, Digga, muss man sagen. Aber wenn man den halt vergleicht, ist halt nochmal was anderes, ne? Boah, guck mal, der ist auch richtig schnell, ne? Der hat einen krassen Antritt, der kann sich den Ball immer gut vorbeilegen an den Gegnern und vorbeisprinten. Das ist richtig stark, weil, guck mal hier, Fatz! Bratz! Stramm! Und der kann mit links richtig krass schießen. Richtig krass sogar. Guck, sein linker Fuß ist Traum. Sein linker Fuß ist Traum. Wir gucken gleich weiter, was sagen die in den Kommentaren. For those doubting this kid, oh, he can't fit Ronaldinho's shoes, he doesn't have to fill his father's shoes, he will be himself and we'll enjoy him playing football. Leaving him alone and not exerting pressure will help him achieve his potential. Stimmt. No one will be like Ronaldinho, he just quitted early, that guy was the best. Ist auch so. Body movement is more like the legendary teammate of his dad, the great Rivaldo. Stimmt, er bewegt sich ein bisschen wie Rivaldo, ne? Er bewegt sich ein bisschen wie Rivaldo, hat er recht. Guck mal hier, Ballrolle mit links, Schuss mit rechts. Diese lockere. Aber das ist auch mein Trick, den liebe ich auch. Mit dem, aber das ist auch ein super Trick. Wenn ihr einen Trick haben wollt, effektiv ist die Dunrolle. Roulette.
Damit kommt man an so vielen Gegnern vorbei, auch in Real Life. Euer Trainer wird auch gucken. So. Manchmal, wenn das nicht klappt, wird er schon sauer sein, aber der klappt fast immer. Freunde, war ein kurz und knackiges Video von Ronaldinho Junior. Was sagt ihr? Werden wir ihn noch irgendwo in den Top-Clubs sehen? Ich könnte es mir vorstellen. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Peace.